Die Debatte um die Kryptoleaks wirft ein Licht auf den Wirtschaftsstandort Schweiz, der als verlässlich gilt. Der Wirtschaftsstandort Schweiz, insbesondere für die Tech-Branche, ist außerhalb der Regulatorien der EU, gilt auch als sicher in Bezug auf Einflussnahme der USA oder auf China, die beiden Großmächte, die in diesem Bereich konkurrenzieren. Und die Schweiz hat dort bis jetzt ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Es ist eine politisch heikle Geschichte, weil sie die schweizerische Neutralität oder das schweizerische Selbstbild von der Neutralität betreffen. Die schweizerische Neutralität ist ein Instrument der Sicherheitspolitik dieses Landes. Sie hat dazu geführt, dass die Schweiz aus militärischen Konflikten sich heraushalten konnte in der Vergangenheit. Und sie ist auch eine Möglichkeit der Schweiz, sich als Vermittlerin zwischen den Großmächten zu profilieren und dort ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Deshalb ist die Neutralität ein wichtiges Mittel der schweizerischen Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Es gibt zurzeit zwei Untersuchungen. Es gibt eine Untersuchung von Altbundesrichter Oberholzer, der vor allem den historischen, den wissenschaftlichen Teil untersuchen soll, die Dokumente sichten soll. Und es gibt jetzt eine Untersuchung der GPD, der Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments, also ein parlamentarisches Mittel, ein ordentliches Mittel, das sehr viele Kompetenzen hat und auch Befragungen durchführen kann. Dort wird es dann vor allem auch eine politische Wertung geben dieser Affäre. Für eine Wertung ist es definitiv zu früh, aber es stellt sich natürlich auch die Frage, was ist schlimmer, wenn die Schweiz alles gewusst hat, vielleicht sogar Akteur war in dieser ganzen Geschichte, oder wenn die Schweiz überhaupt nichts gewusst hat, die offiziellen Stellen weggeschaut haben und nicht wissen wollten, was da genau auf ihrem Territorium passiert ist. Auch wenn es pathetisch klingen mag, aber es geht am Ende um die Sicherheit der Schweiz, um die Glaubwürdigkeit der Schweiz, sowohl politisch, aber auch für den Wirtschaftsstandort. Eine lückenlose Aufklärung ohne Scheuklappen könnte dazu führen, dass die Schweiz eben als transparentes Land gilt, das auch mit schwierigen Situationen umgehen kann. Vielleicht gelingt es auch zu belegen, dass es eben kein Skandal war, dass es vielleicht eben auch andere Aspekte gibt, die hineingespielt haben. Das wäre ein Best-Case-Szenario. Worst-Case-Szenario ist, dass sich die Schweiz in politischen, parteipolitischen und sonstigen Grabenkämpfen verstrickt und am Ende dem Ruf der Schweiz auf diese Weise viel mehr schadet, als die Kryptoleaks das schon jetzt tun.